Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part des Escapists. Ich kann nicht mehr aufhören. Einmal angefangen das Spiel, geht's immer und immer weiter. Zum Appell. So, ich brauche den türkisen Schlüssel, den hat der eine Furz da oben. Aber erstmal werde ich die Attrappe ablegen. Mir. Ah, hier liegt sogar noch Knödel. Dann. So. Ich könnte allerdings ein Klebeband mitnehmen. Und ein Booster. Energy ist hier das größere Problem. Deswegen nehme ich das mal mit. Und gucke mal nach dem Türkisen, ob der mit zur Frühstückszeit geht oder nicht. Vielleicht kann ich ihn sogar isolaten. So. Ne, der rennt mit, ne? Genau. Das heißt, ich werde zuerst den Kollegen hier K.O. schlagen. So. Komm mit. Genau. Du sollst mitkommen. Komm mit. Hier in meine Zelle. Da freut er sich. Oh ja, in seine Zelle. Also so. Oh nee. Das sieht er durch die Wände durch, ne? Ah, wahrscheinlich über Funk mitgeteilt. Ja, danke für den Bugspiel. Jetzt habe ich den falschen K.O. geschlagen, ne? Nee. Wobei, einen der falschen eigentlich. Jetzt beide falsche K.O. geschlagen, okay. Schnell rein in die Zelle tragen. Nein! Ja, geh doch weg, du Scheiß-Sanitäter, Mann! Ich mach dich kalt! Halt die Fresse und verpiss dich einfach von mir. Meine Fresse, ey. Dafür habe ich nicht die Zeit für. Weil ich schon leider sich hingesetzt hat, statt den Scheiß hier zu machen. So. Jetzt muss ich schnell den Schlüssel hier rein. Den hier rein. Das hier. Das hier verstecken. Genau, das. Dich aus meiner Zelle. Bei andererseits. Hört ich noch Dings, ey. Das wäre cool. Klebeband habe ich ja noch. So, das hier. Junge Martin. Verpiss dich aus meiner Zelle. Nee, Junge. So, was willst du, Junge? Ich sag, du wärst was, ne? Hier, geht down. Autos, ey. Sehen die, wer die sind? Kann gar nichts gegen mich ausrichten. Gar nichts. Piss ich von meiner Zelle. So, gut. Wobei, nee, ich brauche ja Kamm und Dings. Aber in der Ruhe liegt die Kraft, sagt man. Deswegen, zack. Trotz hier rein. So. Ist da schon ein bisschen Whisky, weil ich noch gesucht werde, aber scheiß drauf. No Whisk, no Fun. Oh nein, die können ja eh nichts, also. Gegen mich. Ist das aber auch nicht verwunderlich. So. Ja. Sprechi brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Nee. Aber ich kann es halt noch verwenden. Ein Hammer wäre natürlich besser. Oder so eine Eisenstange. Haben wir Geld? Ja, 85, okay, gut. Würde ich sagen, schaue ich mal, wo ein Laden hier ist. Ach, du bist nicht in meinem Zimmer. Was ist hier ein Laden, verdammt? Geld-Symbol? Nö, ist kein Geld. Hat jetzt keiner einen Laden, oder was? Hat jetzt keiner irgendwelche Angebote für mich? Echt jetzt nicht. Haltet die Schnauze und geht weg. Aber ansonsten hat eine Fluchtplan-Scheiße. Die haben auch nichts. Niemand hat was für mich. Absolut niemand, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ausgerechnet jetzt wäre es halt geil, wenn ich das schon mal vorbereiten würde. Ah, hier. Hier haben wir doch wen. Na, geht doch. Ein Hammer. Nehmen wir mit. 40. Am Mittagessen, sehr gut. Oh, warte mal. Ich brauche ja den Schlüssel.
führt hier ein hier für den Nico und Robin. Die muss ich auf jeden Fall K.O. schlagen jetzt. Und zwar, geh weg, geh weg, geh weg. Ich muss hier jetzt die Tür öffnen. Den Türschlüssel. Zack. Gut. Just in case auf jeden Fall, weil diesmal bin ich vorbereitet. Und ich nehme mir sogar einen Energy Booster mit. Schnauze. Ja, wobei ich hätte noch Dinge weglassen können, aber ist okay. Wo ist Nico? Wo ist Nico? Wo ist Nico? Zeig mir, wo Nico ist. Bist du Nico? Nein. Nein, das war der Falsche. Ah, das war Robin, nicht Nico. Egal, jetzt haben wir erst auf den hier. Boah, verpisst euch doch, ihr Drecksguards, Mann. Meine Fresse, ich hasse euch. Ich hasse alles so sein. So. Okay, okay, okay. Bisschen Distanz gewahren. Ist auch nochmal auf die Fresse. Ich da Bock drauf hab gerade. Und da sieht man es einfach. Ich habe voll den Stress, aber niemand ist mir gewachsen hier. So, komm mit. Leg das hin, hast meine Geduld überstrapaziert. Ja, habe ich das? Oder hast du meine überstrapaziert? Kommt doch die Sichtweise drauf an, auf meine. Haha. Otto, ey. Hier, ich habe auch einen super Schlag. Ja, genau. Dann bin ich erstmal blockiert, bis er seinen Scheiß abgezogen hat. Ja, geh mal her hier, ausnahmsweise. Nein, nur ein. Und nicht auf eins, verdammte Scheiße. Egal. Ja, genau. Alles klar. Das trifft mal wieder komplett hier. Ich dachte, er wäre in meine Zelle reingehen. Deswegen habe ich dem einen mitgegeben. Ah gut, hat er sowieso mal verdient. Kann ich anders sagen. Ihr Trottel. Arbeitszeit. Oh no, es geht ja 2 Stunden. Ich hab's vergeigt. Mal wieder. Okay, ich mach das jetzt auch ein bisschen anders. Und zwar gehe ich dann nachher in den Raum rein einfach. Aber erstmal hole ich jetzt jeden hier K.O., der mir von Guts über den Weg läuft hier. Das geht einfach nicht. Dass sie schon wieder meinen, sich hier einzumischen. Die haben nichts zu melden, die Penner. Also nicht, was sie denken, wer sie sind. Ich nehme noch mit. Martin. Komm da raus. Ich kann jetzt nicht K.O. schlagen in einem Wachmann. Sonst kommt der Sniper und macht mich weg. Eventuell. Ja, teuer Blech, schon wieder an der scheiß Deko hängen. Ich hasse Deko. Und hier sieht man einfach perfekt, warum das so ist. Weil mehr Deko. Weil es mehr an Deko hängen, als dass du Spielspaß hast. Ist leider oft so. Und das fuckt halt einfach ab. Weil die Entwickler einfach. Oh, Deko, Deko, Deko. Das Spiel muss schön aussehen. Nein! Das Gameplay soll funktionieren. Das ist mir die Deko scheißegal. Vor allem, wer stellt im Knast Blumentöpfe hin? Keine Sau! Also weg mit dem Scheiß einfach. Meine Fresse, ey. Fuckt mich richtig ab, ey. Als halt einfach nur, als könnte ich so richtig ficken. So richtig auseinandernehmen könnte ich das. Und das ist einfach scheiße. Sag ich, wie es ist. Geh mal schlafen, Kollege. Okay, es macht ja voll wenig, leider. Wahrscheinlich auch, dass Duschen mehr Energie gibt als Schlaf, aber auch egal. Wobei, warte mal. Mach das mal weg. Zack, zack, so. Und los. Okay, gut. So war niemandem aufgefallen, dass ich da war. Außer ihm jetzt natürlich, ne? Komm her. Kann einfach durch Wände sehen. Jetzt gehen wir weg, ihr Fuzzis, ey. Opfer, ey. Wobei, ich weiß nicht, ob ich irgendwo Tarnpasser habe. Egal. Ich mache jetzt hier. Habe ich einen falschen Lüftungsdeckel? Kann ich den herstellen? Nee, oder? Ich glaube nicht, ne? Wobei. Doch, Klopapiermaschine. Dafür brauche ich eins. Hiervon.
Dann noch alt, glaube ich. Und noch irgendwas. Kleber wahrscheinlich, ne? Für Pappmaché, ne? Was war das für ein Geräusch? Hier. Kleber, okay. Gut. Gut, gut, gut. Komm mit. Otto. Zahnbass, ne? Okay. Rein hier. Tja, habe ich deinen Kollegen noch vor deinen Augen weggehauen? Er ruft sie recht Verstärkung, du Pussy. Ich kann niemand aufhalten. Es reicht nicht, diese blöden Bullenschweine und die scheiß Deko nicht, Deko nicht. Auch wenn die Hunde hier cool sind. Ich werde bald ausbrechen, ihr Noobs. Immerhin. Okay, es war wohl unter 80 wahrscheinlich. Könnte sein. Ich weiß nicht mehr genau. 75, 80, 75, 75, 80, keine Ahnung mehr. Aber könnte auch 85 sein tatsächlich. Weil ich halt nicht mehr weiß genau. Ah, ist ja auch egal. So, wo ist hier ein Klebstoff? Ich brauche nur einen. Ah, perfekt. Zumindest gehe ich davon aus, dass ich... Wobei, brauche ich nicht zwei? Shit. Ja, kann sein. Ich glaube ja, ne? War das mal hier? Ja, braucht tatsächlich noch einen. Ah. So Momente, wenn du mal was brauchst, ey. Dann findest du es nicht, sonst findest du die ganze Zeit den Scheiß, ey. Gefühlt halt. Ja, ja, verpiss dich. So. Den Rest brauche ich davon nicht. So. Ah, irgendwer hat Superschlag eingesetzt, wahrscheinlich einer von den Guards. Wobei, muss nicht sein, könnte auch die Häftlinge gewesen sein. Ah, mein Zeug ist auch noch in meiner Zelle, was ich da gedroppt habe. Alles für Schund, für Scheiße. So. Okay, es war nicht in dem Gefängnis mit dem Freischalten auf jeden Fall. Haben wir ja schon gemacht. Okay. Keine Ahnung, was da losgeht, aber es geht mich auch nichts an. Ah, hier ist mein Kleber. Hat der irgendwas Sinnvolles? Nö. Funkanfänger. Okay, der eine liegt noch hier. So. Gut. Ja, Schnauze, verpiss dich einfach. So. Klar, mal hoch. Komm, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Sollte ich vielleicht auch eher nachts machen, aber ist egal. So, dann mach ich den falschen hin. Hallo! Gut. Ah, den kann ich auch irgendwo reinschieben eigentlich. Wobei, nee, wo ist Martins Pult? Wobei, er kriegt dann eh keiner auf die Fresse, glaube ich. Ich glaube nur ein Spieler, eventuell. Aber da ich alleine zocke, fällt das ja eh weg. Wobei... Ah gut, niemand fällt das auf mit dem Ding. Ist gut. 60 hat er. Wobei, wenn ich noch mehr Pappmaché hatte oder so, ist gut. Wobei, ich wollte ja auch die Wand einhauen, ne? Genau. Wobei, ich habe eine Idee. Und zwar werde ich jetzt den Hammer mitnehmen. Den Schlagstock, den kann ich mal hier rein tun. Den Hammer, den türkisen Schlüssel und
Nee, ich brauche noch ein Poster vorher. Stimmt. Poster. Wie war das nochmal? Es war auf jeden Fall mit Magazin. Und wahrscheinlich auch Klebstoff, ne? Wahrscheinlich Kleber. Erstmal jetzt mal peilen. Dann mal gucken hier. Was war das mal beim Poster? Ich weiß es nicht mehr genau. Hier. Klebeband. Okay. Habe ich noch Klebeband? Nee, ne? Oder? Doch, yes, let's go. Let's go, Leute, let's go. Wobei. Machen wir so. Und ich bin bereit. Jetzt, was ich machen muss, ist hier drinnen stehen. Dass das zählt als Schlafenszeit und dann werde ich das machen. Hallo? Gut. Zählt. Let's go. Wobei ich sollte erstmal das Magazin craften. No, die Tür hier geht nicht auf. Scheiße. Ah, verdammt. Ja, oder ich mach's halt trotzdem aus, wird so risky. Egal, machen wir's am nächsten Tag. Ein bisschen früher. Oder aber. Ich gehe trotzdem auf risky. Weil ich hätte Bock drauf. Und ich habe ja hier einen falschen Lüftungsdeckel. Was heißt? Hallo? Du sollst... Alter, bist du blöd oder so? Ich habe nichts von wieder runtergehen gesehen. Alter, er macht auch so eine Scheiße. Lass mal schauen. Das bringt uns dahin. Wie kommen wir raus? Kommen wir überhaupt raus? Ich glaube nicht, ne? Schade. Nee. So, dann würde ich jetzt gerne mal nachgucken, ob das nicht doch irgendwie geht. Hier, wo bringt's mich hier hin? Nee, hier ist kein Ding, ne? Nee. Schade. Wobei hier? Ah, ich glaube, dann würde ich auch drinnen rauskommen und nicht draußen. Vermutlich ja vor der Tür wahrscheinlich. Das ist Belastung. Naja. Ist okay. Wobei, gibt's nicht auch einen lilanen Schlüssel? Ich glaube ja. So. Und ich würde sagen, sicherheitshalber verstecke ich den Schrauben. Ah ne, kann ich nicht. Schnell runter. Schnell wieder zu. Gut. Jetzt schnell ins Bett. Gut. Niemandem aufgefallen. Gut. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder.